eine neue Morgendämmerung zieht herauf. Und damit ist das 10. Luxusschiff von Silversea Cruises Limited einer Tochter von Royal Caribbean bereit. Die Silver Dawn war die Tage in Hamburg und verbrachte hier auch die Nacht, konnte deshalb auch erst nachmittags wieder auslaufen und verpasste die Morgendämmerung. Nun, die Silver Dawn ist eine neue Dimension des Luxus. Sie verbindet klassische und moderne Elemente und steht für eine natürliche Weiterentwicklung in einer Reihe von Schiffen, die dem Luxussegment zugeordnet werden. Sie hat 8 Restaurants und ist doch klein genug für das typische Bordambiente der Reederei Silversea. Doch wie gestaltet sich dieses Schiff der Musee-Klasse? Nun, bei einer Länge von 212,80 Meter und Breite von 27 Metern ist das Schiff mit 40.700 BRZ vermessen. Die Besatzung besteht aus roundabout 411 Crewmitgliedern, die maximal 596 Passagiere verpflegen, versorgen, in den Urlaub fahren. Das Passagier-Crew-Verhältnis auf den meisten Reisen dieses Luxusschiffes beträgt 1:1 und ist damit Luxus. Die Silver Dawn, die vom Baujahr her 2022 genannt wird, bietet viele Kreuzfahrten, die größere Schiffe nicht anlaufen können. Um einfach einmal einen Preisvergleich zu haben, von Singapur nach Tokio mit Abfahrt am 22. Dezember 2024, das sind 23 Tage, liegt der Preis pro Person bei 7.950 Euro. Das ist dann schon Hapag-Lloyd-Klasse. Doch warum in die Ferne schweifen? Ein All-Inclusive erhaltet ihr mit Silversea Dawn im nächsten Sommer ab Kopenhagen 8 Tage in das schöne Norwegen und traumhafte Fjordlandschaften. Nur für 5.400 Euro seid ihr dabei und ihr merkt schon, man kümmert sich sicher luxuriös um euch. Ein Unterschied zu den Massenmarktreedereien, nenne ich sie einfach mal, die in Deutschland ja bevorzugt werden, kann man auch vielleicht daran sehen, die Silver Dawn war pünktlich wie angemeldet in Hamburg und auf die Minute genau warf sie in Hamburg ihre Trossen wieder los. Das Personal sympathisch und freundlich, natürlich gesteuert auch vielleicht ein wenig durch das Trinkgeld, könnt ihr sehen, welche eleganten Linien die Silver Dawn hat. Hier mutet sie schon leicht an wie eine Yacht. Das Tempo einer Yacht hat sie dann vielleicht auch auf der Elbe ein wenig daran orientiert, möglichst schnell wieder in die Nordsee zu kommen. Denn wie ihr seht, die hatte doch ganz schön die Höchstgeschwindigkeit auf der Elbe drauf, als sie Hamburg verließ.